Es war ganz wunderbar und besonders hervorzuheben ist die Qualität. 57 Bewerbungen und wenn wir sehen, von den Bewerbungsunterlagen hin zu den Pitches 1A, das ist wirklich eine Freude und wir sehen, dass die Lernkurve insgesamt ganz steil nach oben geht. Viel diverser, viel bunter und das ist für uns ja auch unglaublich bereichernd. Früher ein Drittel, da war es viel Recruiting um den Recruiting-Prozess. Jetzt haben wir alles von Compensation Benefits, Learnings, aber auch was ist mit Wellbeing und wirklich Sonstiges, wo man sagt, hey, das ist vielleicht nicht unsere Kernkompetenz, wir haben mal was aus dem Krankenhausbereich. Also die ganze Palette, so wie der Employee Lifecycle ist, aber auch wenn wir in die HR-Community schauen, insgesamt wie bunt und farbenfroh ist, das auch gespiegelt auf den Startups. Ich würde es mir anschauen, es geht um Lösungen. Wir haben als Personaler irgendwo im Prozess ein Stück, wo wir sagen, Mensch, das könnte man besser machen. Heute Morgen hatten wir Administration, das könnte man einfacher gestalten. Und ich denke, wenn alle über KI reden, dann ist es doch so einfach, sich einen der drei Sieger zu nehmen und zu sagen, Mensch, das ist einfach, das ist klein, das implementiere ich. Und so wichtig für die Mitarbeiter zu sehen, es wird nicht nur drüber gesprochen, sondern es gibt gute Lösungen, die mir im HR-Bereich dann auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugute tun. Also ich glaube, da schließt sich der Kreis, dass es hilft und dass man sieht, wir gehen in die gleiche Richtung mit Blick auf Digitalisierung.